Hallo Leute, hier ist CrankRon und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 3. Wir sind hier gerade im Unterschlupf und ich habe mir für diese Aufnahmesession ein bisschen was vorgenommen. Und zwar, wir gehen erstmal raus. Ha, wunderschön hier. Und zwar gucken wir mal auf die Map. Und wir sehen hier oben. Nein, sehen wir nicht. Ich sehe das, was wir nicht sehen. Doch, hier sind Ziegen, glaube ich. Und ich brauche unbedingt Ziegenfell, denn damit kann ich mir einen Holster machen. Also da kann ich zwei Waffen tragen. Das wird mir noch sehr, sehr wichtig, da mir im letzten Part die Munition ausgegangen ist von der AK und ich gerade nur irgendwie davon gekommen bin. Also, ja, ist mir das schon sehr, sehr wichtig, auch dann die Tiere. Die Aufgaben hat man ja doch oft auch, Tiere zu erledigen. Und da dann immer mit dem Sturmgewehr die Muni zu verballern, ist mir doch ja ein bisschen große Verschwendung. Von daher lasse ich das lieber. Achso, ja, ich habe mir da jetzt gleich gerade vergessen, einen Wegpunkt zu setzen. So. Und ich hoffe, das Video läuft flüssig. So, mit der AK. Ich habe mir noch Munition gekauft. So. Ja, es ist der 1. Dezember heute. Und es ist auch gleich mal Schnee gefallen. Das fand ich doch sehr cool. Passend sozusagen jetzt zum Winter sofort der erste Schnee. So, wo ist du? Wo bist du denn? Ist doch irgend so eine grüne Pflanze. Da. So, ich muss noch ein, zwei grüne Blätter sammeln. Denn, ich habe keine Spritze mehr. Dann kann ich mir die ja herstellen. Ist ja eigentlich irgendein Weg dahin? Ach so, nee. Ich war schon fast da. Okay. Naja, gut, dann. Dann laufe ich jetzt ein paar Meter. 80 sind es ja noch an der Zahl. Das seht ihr unten links neben der Minimap. So, kann ich hier hoch? Ja, durchaus. So. Oh, eine Hütte. Okay. Ach, hier ist auch der Funkturm. Okay. So, und hier müssen irgendwo Ziegen sein. Na, da sind so dämliche Hunde. So, da ist der Wegpunkt. Aber keine Ziegen. So, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Oh, da hinten ist ein weißes Blatt irgendwo. Damit macht man ja diese besonderen Elixiere oder was das war. Also im letzten Part, da waren ja auch irgendwo so ein paar Ziegen oder hatte ich irgendwie keine Muni mehr und wurde von den scheiß Piraten da gerade irgendwie verfolgt. Ah, komm hier irgendwie halbwegs sicher runter. So. Ja, ich spreche schon mit Dr. Earnhardt. Nur keine Angst. Ziegen gibt es hier wohl nicht. Und ich weiß gar nicht, irgendwie kann ich mein Messer nicht auswählen. Ich weiß nicht. Hier macht er zwar so ein Nahkampf-Ding, aber das ist irgendwie nicht so wie in Far Cry 2, wo man sein Messer speziell auswählen konnte. Und hier sind jetzt die Ziegen, wirklich, ja. Weil ich sehe gerade gar keine. Ja, hier sind theoretisch welche. Das ist ein bisschen doof. Wow, was war das? Da scheint er sich irgendwie abgerollt zu haben. So, ist es das Dorf oder was?
Keine Ziegen, keine Ziegen, keine Ziegen. Ach, kommt schon. Wo seid ihr denn? Oh, das Wasser sieht auch genial aus, Freunde. An sich, das Spiel sieht auch genial aus. Ich bin wirklich mal gespannt, ob die Waffen rosten. Im Moment sieht meine AK ja noch sehr gut aus. Da muss ich mir auch keine Waffen kaufen oder so. Da! Der lebt ja noch! Oh, jetzt ist der Bock weggerannt. Oh, wegen den Idioten da. Scheiße. Oder kommt noch jemand? Puh, das war knapp. Da hinten läuft er. Scheiße. Leute, da ist eine Schildkröte. Da ist noch eine. Oh, Schildkröten töte ich nicht. Schildkröten sind cool. Ha, geil. Die zieht ihren Kopf ein. Oh, ist irgendwo ein Hund. Oh, ihr seid ja süß. Cool. Oh, das ist ein gefährlicher... Ah, nee, das ist ein Lego. Nee, so ein Komodo-Varan. Ach, ich suche immer noch Ziegen. Oh Gott, die sind ja ganz weit. Da hinten irgendwo. Ja, das ist auch Far Cry 3. Es ist nicht immer nur... Also jetzt, gerade mit dem neuen, ist es nicht mehr das. Sind das Hunde? Ja. Es ist halt nicht mehr nur noch so Missionen machen und rumballern, sondern wir müssen jetzt auch mal hier Tiere töten und um unser eigenes Überleben kämpfen. Fass mich nicht an. Oh, aua. Da sind sie. So, Ziegenfell. Ekelhaft. So, vielleicht reichen ja schon zwei. Ich gucke mal. Herstellung. Waffengurt. Naja, wir brauchen wirklich nur einen. Ein stabiler Waffengurt, mit dem du zwei Waffen tragen kannst. Sehr schön. Und wir haben ja noch einen robusten Waffengurt. Dann können wir drei Waffen tragen. Hier haben wir noch den Köcher. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch. Wir brauchen relativ viel Ziegenfell. Stelle ich mir auch nochmal her. So. Und dann halten wir das Ding nochmal, weil ich habe herausgefunden, dass wir wirklich für sehr viel Sachen Ziegenfell brauchen. Da ist das schon von Vorteil. Und diese roten Dinger, die wären, glaube ich, für irgendwie den Kampf oder so. So, und jetzt ist unsere Muni schon alle. Also irgendwie geht unsere Munition doch hier sehr schnell aus. Und da wir jetzt mehr Geld mit uns tragen können, nämlich 2000. Und hier ist so ein Relikt, das würde ich gerne nochmal machen. Ich nehme nur kurz die Schnellreise ins Dorf. Und dann kaufe ich mir da eine Pistole. Und dann... Und Munition. Und dann geht's los.
Okay. Wow, kurzer Standbild. Hallo, Oma. So, wir wollen Faustwaffen. So, wir haben die zur Verfügung und die zur Verfügung. Vergleichen mit dem Colt. So, was ist jetzt meine Genauigkeit? War die besser, okay. So, der Colt hat also weniger Genauigkeit, mehr Schaden. Reichweite gleich, weniger Schussfrequenz und weniger Beweglichkeit. Okay. Nehme ich auf alle Fälle die. Hier haben wir einen Waffenslot, ihr seht's. Alles klar. Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nicht. So, und natürlich noch Munition. So. Habe ich eigentlich die AK jetzt schon oder? Ja, die habe ich genau ausgerüstet. Keine Aufsätze anpassen. Keine Aufsätze für diese Waffe verfügbar. Lackierung ansehen. Geil! Hammer! Dschungel, Feuer. Oh, Feuer kommt ganz geil. Schwarz, okay, brauchen wir nicht. Streifen. Urwald kommt auch gut. Okay, das war's. Aber immerhin. Das ist cool. Abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Okay, also los geht's. Ich mache jetzt das Relikt und danach geht's auf zu Dr. Earnhardt. So, Moment, hier haben wir nochmal grüne Pflänzchen. So, damit könnte ich jetzt eigentlich mehr Medizin herstellen, oder? Aber ich benötige sogar nur ein grünes Blatt. Dann mache ich mir gleich zwei. Umso besser. So. Je, wie sieht die denn aus? Die sieht ja ein bisschen scheiße aus. So, genau, auf 2 haben wir jetzt die. Alles klar. So, dann muss ich kurz gucken, wo dieses Relikt ist. Da. Und wir haben wieder fette Mucke. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie man irgendwie den Sender umstellen kann, wenn das geht. Sind wir denn überhaupt richtig? Nein, oder? Na gut, dann laufe ich das Stück. Oder ich fahre außen rum, genau. Wow, und die Steuerung der Fahrzeuge gefällt mir gar nicht. Das sind extrem krass. Die lenken so sehr hart ein. Boah, überall Gegner hier. Wow. So. Scheiße, Mann. Für mich jetzt nicht mit euch anlegen. So. Okay, los geht's. Ah, jetzt siehst du, da haben wir die. Seht ihr, da haben wir die kleine Taschenlampe und ich. Welche speichere ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich
bin mir nämlich auch nicht sicher, ob die Aufnahme so gut läuft. Jetzt auch schon wieder ein, zwei komm, sag schon, Standbilder waren und ja, bei DxTory ist das immer so eine Sache mit mir, ob die Sachen dann flüssig läuft, das Video, ob der Rechner nicht doch ein bisschen zu warm ist. Theoretisch müsste es gehen. Ja, ich hoffe es einfach, dass es geht. Okay. Oh. Es tut mir leid. Ach, so einfach, ja? Hab ich da nicht gerade irgendwas gehört? Was war diese Musik? Was? 120 Relikte gibt's? Das ist ja mal ordentlich. Das ist ja mal richtig ordentlich. So. Und das mit den. Oh, ist der runtergefallen? Das mit den Standbildern kann eigentlich nur an Far Cry 3 liegen. Komm her! Wow, wow, wow. Okay, ich setze mir jetzt erstmal einen Wegpunkt zu Dr. Earnhardt. Oder erstmal zum nächsten Funkturm. Denn Dr. Earnhardt befindet sich hier und der Funkturm da. Und sonst sehen wir hier überhaupt nichts. Da drüben steht ein Auto. Oh, und ich werde irgendwo gesehen. Scheiße. Wow, ein Strand. Oh, kommt schon, Leute. Aua, was war das denn? Okay, irgendwie vor die fette Festung. Meine Fresse, was ist denn das? Ich mache mal ganz kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder.